Moin Moin und willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Nils. Ich hatte vor einiger Zeit ein Video gemacht über die S-Bahn-Station Ottensen und in diesem Video gibt es das Update. Los geht's nach dem Intro. Wir stehen hier vom Zugang Ost. Der Zugang Ost ist der Hauptzugang der S-Bahn-Station Ottensen und hier ist auch die Bushaltestelle, denn Ottensen ist auch an das Busnetz angeschlossen. Hier verkehrt die Buslinie 2 und die Buslinie 288. Nun möchte ich euch aber einen Einblick geben, wie es aktuell aussieht mit der S-Bahn-Station Ottensen. Hamburg-Ottensen, S-Bahn-Station. In Zusammenarbeit mit der Freien und Hansestadt Hamburg entsteht eine neue S-Bahn-Station in Ottensen. Mit der neuen S-Bahn-Station werden die Stadtteile Ottensen und Barenfeld sowie das dort entstehende Neubaugebiet erschlossen und attraktiver gestaltet. Zukünftig werden pro Tag voraussichtlich rund 5000 Fahrgäste die Station nutzen mit steigender Tendenz. Die neue S-Bahn-Station erreicht im Umkreis etwa 11.000 Menschen zusätzlich und bietet diesen eine direkte Anbindung an das Hamburger Schnellbahnnetz. Die neue S-Bahn-Station Ottensen in Hamburg wird sich zwischen den beiden Eisenbahnüberführungen Barenfelder Steindamm und Daimlerstraße befinden. Der Hauptzugang ist von Barenfelder Steindamm aus vorgesehen, Zugang Ost. Zusätzlich wird ein zweiter Zugang in Richtung Thomasstraße und Gaustraße bzw. Thalia-Straße gebaut, Zugang West. Der Zugang Ost wird direkt von Barenfelder Steindamm aus im Bereich der Bahnüberführung mit einer Treppe und barrierefrei mit einem Aufzug möglich sein. Der Zugang West wird über eine Treppenanlage zum Bahnsteig und darüber hinaus auch als Querung der Bahnanlage in Form einer Fußgängerbrücke zur Verfügung stehen. Für die Station ist der Bau eines Mittelbahnsteigs mit einer Länge von 140 Metern zwischen den Gleisen vorgesehen. Hierzu muss das S-Bahn-Gleis in Richtung Blankenese auf dem vorhandenen Bahndamm unter Verbreiterung der Eisenbahnüberführung einige Meter nach Norden verschoben werden. Der Bahnsteig wird, wie bei der S-Bahn üblich, einen stufenfreien Ein- und Ausstieg in die Züge ermöglichen. Zudem erhält er eine moderne Ausstattung mit Sitzbänken, Informationsvitrinen, Ticketautomaten, Beleuchtung sowie einem Wegeleitsystem und einem taktilen Leitsystem für Blinde und Sehschwache. Am Zugang Ost und auf dem Bahnsteig werden ein 70 Meter langes Bahnsteigdach sowie weitere Wartehäuschen den Wetterschutz der Fahrgäste gewähren. Hinter mir seht ihr die S-Bahn-Station Ottensen. So sieht's aktuell aus. Alle weiteren Infos zum Nachlesen gibt es wie immer in der Videobeschreibung. In diesem Sinne bedanke ich mich auch bei Jörg für deine Mithilfe. Schaut auch gern bei ihm vorbei. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. In diesem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nils.